So, wir haben jetzt die Männerklasse 2. Und wir haben, glaube ich, gleich zwei richtig brutale Jungs, die nicht hierher gekommen sind, weil sie morgen nur das Finale erreichen möchten, oder? Ja, ich denke, ich gewinne. Genau, das ist das Ziel. Max und ich kenne euch natürlich schon vom Body Extreme Revolution. Ihr wart ja damals blutjunge Newcomer und Anfänger. Und ich habe euch damals, glaube ich, schon immer im Januar in der Offseason gesehen, wie ihr das erste Mal gestartet seid und Newcomer wart. Ich muss sagen, ich kriege fast eine Gänsehaut, wenn ich sehe, wie brutal ihr euch entwickelt habt. Und der Max, letzte Woche mit Gesamtsieg auf der Hessen, ne? Nur fürs Publikum und für die Kamera. Stellt euch doch mal vor und erwähnt einfach mal euren besten Titel und einfach euer bestes Wettkampfereignis, was für euch am besten in Erinnerung geblieben ist bis jetzt. Ich bin erstmal der Paul, bin 29 Jahre jung, hat jetzt 2 Jahre lang mehr oder weniger Pause eigentlich. Hab 2016 Ostdeutschen Meister gemacht, dachte, gebt mal wieder ein bisschen Gas und ja. Schaut gut aus. Danke. Sehr gut. Max. Also ich bin der Max, bin 24 Jahre alt, habe 2015 meine erste Wettkampfsaison gemacht, wurde da Dritter auf der Deutschen Juniorenmeisterschaft in der Junioren 1. 2016 wurde ich dann Deutscher Meister im Junioren Classic, 2017 Deutscher Meister Junioren 1. Bei den Männern hatte ich da im Classic mitgemacht, da wurde ich Hessenmeister und Gesamtsieger im Classic. Und jetzt dieses Jahr bin ich in der Männer 2 und hatte jetzt die Fränkische, Rheinland-Pfalz und Hessen jeweils mit Klassen- und Gesamtsieg gemacht. Das hört sich doch mal super an. Ich habe einen Athleten, das ist der Sven Wittmann. Der Sven Wittmann hat ja vor 2 Wochen auch die Deutsche Classic Junioren gewonnen und ist einer so von meinen Jungs, den ich schon kenne seit seinem 16. Lebensjahr. Den habe ich natürlich mitgenommen, weil der möchte euch morgen live sehen. Und er stieg heute ins Auto ein und hat gleich angefangen: Na, Horsti, wollen wir wetten? Wer wird morgen Deutscher Meister und Gesamtsieger? Dann habe ich gesagt: Halt die Klappe, ich weiß eh, wen du meinst. Wir sind wahrscheinlich beide der gleichen Meinung. Aber ich habe keinen Namen genannt. Ich weiß auch nicht, ob du das bist, Max. Wollte ich ja zu früh. Aber ja, es wird über dich geredet. Du schaust auch klasse aus. Dich haben wir jetzt damit ein bisschen angestachelt. Um Vollgas zu geben. Das werde ich. Jetzt haut ein paar Posen raus, Jungs. Zeigt schon mal den Leuten was, was morgen abgeht. Ich freue mich auf die Männerklasse 2. Hast du hässliche Beine? Hässliche Beine, du. Einmal herkommen. Max. Verdeck dich nicht so, Max. Geh ein Stück rüber noch.